You were not given the authority to reactivate Cabal, Slavik. Without Kane here... And who informed you I reactivated Cabal? You ordered the assassination of Tratos without consulting the Inner Circle. I gave no such order. And the Tacitus, Slavik. Do you deny that as well? The Tacitus is here! Again. I gave no such order. I gave the orders. You, Cabal. Why? The Tacitus is necessary. The extermination of Tratos was necessary. Cabal, you serve Nod. I am Nod! Cabal, you serve... Communications are not at optimal conditions due to increased iron particle activity within the lower atmosphere. Mutants have stolen the Tacitus from me. I require its return. Recover the Tacitus from the mutants. I will not be denied. Retrieval of the Tacitus is paramount to me, and to the survival of the Brotherhood. You must use all means at your disposal to recover the device. Und damit willkommen zurück zu Firestorm. So, kommt mit. So, wie ihr sehen könnt, Tarnpanzer. Und ihr wisst ganz genau, wie stark die hier sind. Wir können die auch in dieser Mission bauen. So, kommt mal mit. Die Mission funktioniert diesmal auch richtig. Falls nicht, ja, werde ich sie ganz normal hier rüber so beenden. Weil die letzten Male hatte sie keinen Bock gehabt, sich zu beenden. So, komm mal mit. Obwohl ich alle Mutanten hier vernichtet habe, ist egal, um was es hier ging. Wollte die Mission abrupt nicht beendet werden. Ich habe wirklich alles platt gemacht, auch die Pflanzen, einfach alles. Fühlt sich angepisst. War ja klar. Genau. So, ich gehe hier oben hin. Hier kommt man mit hier runter. Ganz gerne greift doch mal der Ghoststalker an. Umagon und Ghoststalker kommen beide von unten. So, die Pflanze verschwindet so langsam. So, da oben ist auch noch ein Schwimmer. Ganz gerne so einen mittleren Spielverlauf noch mal so ein Hijacker in die Basis rein. Müsst ein bisschen aufpassen, nicht dass da einer eurer Leute schnappt. Das macht die mal ganz gerne. Zack, diese Verteidigung. Sonst ist das Vieh auch schon mal weg. Unit ready. Construction complete. Building.
Unit ready. Building. So, lieber zu viel als zu wenig hier hinklatschen. Construction complete. Cannot deploy here. Ja, wahrscheinlich. Building. Also Luftangriffe bis jetzt noch nicht erlebt von den Vergessenen. Kannst du vergessen, Kollege. Das kannst du gleich vergessen. Aber trotzdem für die Optik immer ganz gut. So, auch hier absichern, falls mal irgendwer in die Basis reinkommen möchte. Sei es freiwillig oder unfreiwillig, völlig egal. Genau. Du kommst mal hier vorne hin. Dann fahr irgendwo anders hin. So, mit Bau des Tarngenerators können wir auch Tarnpanzer bauen. So, alles weggesammelt, sehr schön. Geht da oben mal ran. So, da waren so Tarnpanzer. Das bringt sowieso nichts. Nein, die braucht man nicht. Construction complete. So, drei oder vier Waffenfabriken sollten wohl ausreichen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. In der Werkstatt werde ich natürlich auch hier hinstellen. Im Lauf fahren ein paar Drohnen rum. Oh, ist jetzt schon schnell. Ein Wolverine, ich glaub's aber nicht. Zack, down. Ein Mammut. Toll. Ist doch alles kaputt machen hier. Die hauen sich hier schon selber weg. Genau deswegen sind die Tarnpanzer auch so ekelhaft. Einmal ist einmal die Schusswiedergabe und einmal der Flächenschaden, der dadurch entsteht. Gut. Problem haben sie gelöst. Unit ready.
schlimm. Dafür haben wir auch Flugeinheiten. So, Oma war das tot. Auch gut. Oh, Ghoststalker. Komm mal her, mein Kleiner. So, Ghoststalker ist tot. Sammelt schneller. Ihr seid auf dem blauen Feld. Kann wohl nicht wahr sein. Natürlich. So, mal Auskundschaften und nicht zu weit rausfahren. Ich meine, hier oben müsste, ich glaube, auf der Höhe müsste Artillerie stehen. Können wir direkt mal testen. Unser Versuchsobjekt hier. So, wir können nur einen davon sehen. Stimmt, das ist ja die Sentinel. Der wird zum Sudong gehen. Von daher alles gut. So, weg mit der Artillerie. Haben wir leichtes Spiel. Die Harpien sind auch sehr unfair. Wir müssen nicht nachladen. Ja, von wegen. Erst nur ein bisschen hier. Kaputt. Ach, müssen wir ja nachhelfen. Wie wir so ungern machen, weil die Artillerie, die haut mir mit einem Schlag die ganzen Tarnpanzer kaputt. Nicht. Genau, schön den Guard-Modus reinmachen und dann gehen die so. Keine Luft zum Atmen geben sie die. Was ist da denn, Leute? Worauf schießt ihr? Tarnpanzer, du bist besoffen. Ach so, das Stückchen. Ja, ja, richtig, da ist der Mauer. Die böse Mauer. Wir machen sie mal weg. Das sind der Sandsäcke, Leute. Sehen. Die müssen nochmal eine Chance haben, die Leute. So, komm mal mit. Ihr seht ja schon, wie unfair diese Panzer sind. Ich habe sie gerade nicht gesteuert.
Und wenn ihr die selber steuert, wisst, dann könnt ihr euch das mal selber ausmalen, was dann hier passiert. Oder generell in anderen Missionen, wenn ihr die Panzer bauen könnt, was dann abgeht. Zack, weg ist es. Na, wo willst du hin? Du hast nichts gesehen. Krieg ich da noch ein paar Raketen hinterher geschossen? Ihr seid mir so nah dran, Leute. Ja, Omaron Wissens. Standen die Gebäude einfach mal im Weg. Lass meinen Tacitus in Ruhe. Oh, kritisch, kritisch. Euer Ziel, seid ihr irgendwie doof? Ihr macht das schon. Wir fahren mal weg. So, guck mal mit. Dann müssen wir uns eine Reihe mit der Artillerie aufstellen. Schärfen das Ganze mal. Lass man tatsächlich in Ruhe. Sehr schön. So, noch ein paar Harpien dazu. Kümmert euch darum. Das hört sich immer gut an. Jetzt muss der Rest der Mutanten hier drauf gehen. Ich hoffe, es funktioniert, aber ich gehe da mal nicht von aus. Hin. Ich hoffe zu mir. Schade. Komm mal mit. Yes,
Die können sie nicht aus der Luft. Och, Leute. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Leute hier passend hinstellen. Und noch ein bisschen Schussradius, die Leute. Alle hier. Oh. Brauche ich nicht mehr bedacht. Weg. So. Das muss bestraft werden. Ganz ehrlich, das muss bestraft werden. Scheiß drauf. So, jetzt beginnt das große Rätselraten. Wo sind die Leute? So, wie wir sehen können, da steht schon mal nichts rum. Nichts, was ein Weg sein könnte. So, mit. Weil die Gebäude, die muss ich noch nie kaputt machen. Die zählen auch nicht dazu. Können wir uns nochmal um die Gebäude kümmern. Hier unten ist auch noch eins. Das hasse ich an solchen Missionen, wenn man, wenn sich Einheiten verstecken oder sonst irgendwas ist. Normalerweise schlägt die Artillerie auch frühzeitig an. So, packen wir mal auf eins. Komm mal mit. Kommt mal mit. Aber hier oben auf dem Felsen, da kann ja keiner sein. So, schön war es auch weg. Zeigt mir das immer noch an. Ich verstehe das nicht. So, hier oben ist auch noch was. Bisschen mehr zum Sammeln. Ja, natürlich. So, hier ist nämlich auch nichts mehr. Ich sehe auch gar überhaupt kein Gebäude. Getarnte Einheiten besitzen die nicht. Läuft ja wieder sehr gut. Sehr, sehr gut läuft das.
Genau so möchte man das auch. Den Blöder hier suchen. Um nachher festzustellen, dass die Mission komplett kaputt ist. Tja, das ist eben so der Nachteil an Mods. Die gewisse Daten in den Missionsdateien kaputt machen. So, komm mal her, du kommst von hier vorne hin. Komm mal mit. Aber wie ihr seht, hier ist nichts mehr. Also die Karte ist mit Artillerie vollgepackt. Wenn hier irgendwas wäre, hätten die schon längst geschossen. Aber um euch zu beruhigen, wir fahren noch mal hier oben hin, wir machen das Krankenhaus kaputt und auch die Kaserne. Um zu beweisen, dass es nicht daran lag, dass die da rumstehen. Jetzt ist man wieder viel zu lange in so einer Mission drin. Aber ich kenne das nicht anders aus Warzone, dass du länger als gedacht in Missionen drin bleibst, um dann zu suchen. Da muss man die Mission einfach überspringen. So. Wie ihr seht, das liegt nicht an den Gebäuden. Damit das schon mal weg ist. Ja gut, Mission ist soweit erledigt. Der Tacitus ist geborgen worden. Die Mutanten sind vernichtet. Ja, mache ich an der Stelle mal hier Schluss. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.